Herzlich willkommen, Channel My Games Club. Und wir spielen heute wieder eine kleine Runde Aram. Und wir haben hier Kassadin bekommen. Wir spielen hier mit Vayne, Morgana, Master Yi und Draven. Im Gegnerteam haben wir Nocturne. Er hat hier den Froststrecken-Skin, den Taric mit dem Rosenquarz-Skin, Janna mit dem Frostkönigin-Skin und Kog'Maw und Annie. Ja, mal schauen. Also, Kassadin natürlich ein sehr, sehr starker Champ. Im normalen Spiel wie in Aram sollte er eigentlich auch allzu gut sein. Oder sollte eigentlich, ja doch, doch, der muss gut sein. Und wir starten hier. Nee, nee, nee. Wir starten mit Dorns Ring. Oh, klicke ich mich schon hier ein bisschen falsch durch. So, und die Boots. So, und noch die beiden Heiltränke. Schauen wir uns kurz die Fähigkeiten an. Auf dem Q. Da haben wir diese Kugel, die Gegner silenzen kann, macht ganz guten Schaden. Momentaner Schaden. Ja, 119. Ganz nett. Auf dem W haben wir diese Klinge, die können wir aktivieren. Dann können wir den Gegner, also passiv kriegen wir Mana wieder oder wir kriegen magischen Schaden auf unsere normalen Attacks. Machen wir mal hier schnell die Fähigkeiten schon mal an, dann können wir schon ein bisschen hier looten gehen praktisch. Auf der E haben wir diese Welle und die Welle ist ziemlich cool, weil sie macht sehr, sehr guten Schaden, slowt Gegner und sie ist davon abhängig, dass meine Mates oder dass einfach Zauber gesprochen werden. Dadurch darf ich sie dann casten. Und jetzt darf ich sie auch schon casten. Und pom. Das war jetzt erstmal eine kleine Kugel für Nocturne. Und der Ultimate, sehr starker Skill. Ich glaube, alle 4 Sekunden, schauen wir kurz mal nach. Alle 6,7 Sekunden, okay, später, wenn man Abklingzeiten hat, hat man da wohl 4 Sekunden. Kann man einfach ein bisschen springen über die Map. Und ja, es ist einfach ein guter Gap Closer. Was Gutes zum Escapen und macht auch ganz ordentlichen Schaden. Passiven, schauen wir kurz, was der noch macht. Ah, okay, er leidet 15% weniger Schaden und wandelt den Angriffstempo um. Ja. Ja. Naja. Eigentlich nicht notwendig. Also, er lebt von seinem Q und E und von dem R. Im Laning, im normalen Spiel ist natürlich der W noch ganz gut, um mal wieder ein bisschen Mana reinzukriegen. Man kann die auch dann, ja, gegen Tanky Champs holt man dann auch mal den W mit rein, damit man immer wieder ein bisschen Mana kriegt und so. Und die sind ja ganz gut am Pushen. Haben hier die komplette Map-Kontrolle. Und Wade wollte hier mal ein bisschen Schaden machen gegen den bösen Kog'Maw. Und das spielt hier Master Yi. Bist du. Ja, gut, der ist brav AP gegangen. Das heißt, wir haben einen der stärksten Late Game Adela, Vayne und den stärksten AP Champ überhaupt für Aram. Dann haben wir noch einen guten Carry. Morgana ist natürlich auch nicht schlecht. Oh. Nicht schlecht. Bin ganz zufrieden mit meinem Team. Die Gegner haben natürlich Heal. Und das ist also durch Taric, wenn die gutes Heal kriegen. Annie kann natürlich ein bisschen einen, ja, ärgern mit ihrem Teddy und so, ein bisschen stunnen und so, aber ja, allzu schlimm ist es nicht. Oh, wir geben First Blood gerade ab. Das war natürlich nicht so gut. Vayne schreibt hier, good job. Also lassen wir schön Morgana. Sie braucht das Leben hier. Haben jetzt mal ein bisschen Schaden gemacht. Wir haben das Mana-Rack, ja. Langsam ist es mal Zeit, dass wir den eh einfach raushämmern. Ich bin hier viel zu sparsam mit dem. Fähigkeiten kriege ich ja eh wieder aufgeladen. Ah, jetzt konnten wir jetzt schon mal dafür sorgen, dass Annie hier ihr Schild usen musste. Die Gegner gehen hier gut auf Range. Wollen da nicht so viel wagen. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen auf Taric dann. Ah, auf das Verwirren von Nocturne. Auf das Hochschleudern von Janna und auf den Stun von Annie. Also ziemlich viel CC im gegnerischen Team. Aber es sieht auch noch ganz geschmeidig aus, obwohl wir fast bald abgegeben haben. Irgendwie komplette Map-Kontrolle und. Oh, bin ich zufrieden. Ah, der kleine Feed eben war halt eigentlich nicht notwendig, aber kann passieren. Ah, ich wollte eigentlich schon casten. Ja, und Vayne schreibt hier natürlich, wir sollen uns das Heal holen. Hat natürlich recht, weil man
ja eh hier momentan die Map-Kontrolle hat und warum sollte man das einfach vergeuden? Jetzt geben wir mal den E, in der Hoffnung, dass wir den irgendwann mal einsetzen können. Wir konnten mal ein bisschen Schaden machen und unser kleiner Draven konnte da noch ein bisschen hinterher feuern. Ja, vielleicht war eh doch die falsche Entscheidung, weil die Gegner hier einfach defensiv bleiben und warten, dass wir vielleicht in den Tower reingehen oder so, ich weiß es nicht. Da hat er fast ein bisschen Pech gehabt. Aber spätestens wenn ich mein Ulti habe, dann ist Kassadin natürlich sehr stark, also der Ulti macht da schon viel aus. Was anderes ist alles ein bisschen Spielerei, da ist es einfach hier ein bisschen Hit and Run und ein bisschen Schaden machen hier und da mal wieder. Ah, schön geschildert, kleiner Nocturne. Na gut. Ich glaube ja auch sonst nicht viel, was auf ihn zukommen könnte. Ja. Normal wasten tue ich ja eh nicht dagegen, deswegen ist das nicht so schlimm. Hab ja noch genug Mana und Annie geht jetzt hier down. Und da bekommt Morgana den Kill. Und Ulti ist am Start. Und ja, da hat Janna mir noch ein bisschen geholfen, aus dem Tower wieder rauszukommen. Jetzt vielleicht ja auch langsam mal so einen Healer einsammeln, weil das Team mag das ja nicht so. Schauen wir mal die anderen an. Hier gibt es noch hier, vorne gab es noch ein schönes Heal. Vayne macht da irgendwie einen Suizidmodus. Schöner Stun. Oh ja, fast in den Hurricane reingelaufen, ziemlich unnötig. Ah, aber schlecht gestorben. Ja, gehen wir wieder ein bisschen Death hier. Chillen wir erstmal ein bisschen. Holen uns unten noch das hier. Wupp. Haben natürlich die Pots verbraucht hier. Ist nicht so gut. Doch Draven hier, da wartet wohl scheinbar noch auf einen. Ja. Einen guten Loot wollte ich schon fast sagen, auf eine gute Seite. Oh, das war nicht notwendig, da reinzulaufen. Aber Kog'Maw kann natürlich auch hier ein bisschen ärgern, sage ich mal. Sonst haben wir jetzt ein bisschen die Map Control verloren. Aber holen sie jetzt einfach mal hier wieder. Das läuft doch ganz gut. Ich hätte gerne wissen, was hier oben drin ist. Komm, gehen wir mal gucken. Ah, da war niemand. Und jetzt gammeln sie wieder am Tower rum, aber das soll mich nicht stören. Und da habe ich einen Kill bekommen. Wop. Ein bisschen Abstand halten von der Leiche, da, das ist nicht angenehm. Lass mich mal hier das healen und feedet. Wird er jetzt verfeeden hier? Vielleicht schaffe ich sogar hier die Runde zu 0 zu spielen. Das wäre auch mal nicht schlecht, ne? Bleiben wir erstmal noch ein bisschen defensiver hier. Oben im Busch war noch was. Na, doch nicht drin, ne? Die Heals. Langsam sind sie alle hier weggepickt. Kann natürlich auch sehr schnell umgebürstet werden, wenn jetzt Annie hier einen Teddy rausballert. Ich habe fast überlegt, einfach reinzuspringen, um das hier zu picken und zu hoffen, dass das alles gut läuft hier. Ah, und da war der Teddy, hat mich umgebracht. Im Stun von Taric. Schade. Und jetzt gehen sie nach vorne, wollen ein bisschen Party machen. Taric kriegt hier nochmal guten Schaden, aber... unser Team versagt hier gerade ein bisschen. Aber schauen wir, was wir uns kaufen. Ah, holen wir jetzt mal hier die Boots und wie wäre es denn mal hier mit so ein bisschen leckeren Damage. Oh. Ah, falls ihr da irgendwelche komischen Störgeräusche hört, das ist mein Drucker, der sich gerade irgendwie reinigt. Oh, 6-8, doch so schlecht ist das fürs Team. Hätte ich nicht gedacht, also.
eigentlich haben wir mit Druck gespielt und erfolgreich und das Ziel verteidigt und gemacht und getan. Aber dass wir einfach so vernichtet werden, ist nicht so schön. Hit. Ich kann natürlich nicht hier so All-In spielen wie im regulären Spiel, da kann man ziemlich da kann man ziemlich offensiv spielen und einfach mal reinbursten. Das geht hier natürlich nicht so gut. Ein kleines Stun bekommen, aber was soll's, nicht so schlimm. Guter Schaden gegen unseren Carry. Haben natürlich nicht so ein tanky Team. Vielleicht gibt es hier aber Kills ohne Ende. Ja, da Smartcast hätten jetzt hier einen Kill gebracht. Oder höhere Frames, aber das sollte nicht sein. Lass die Leute mal wieder ein paar Wildschüsse spielen. Kein Mana mehr. Und wir gehen ja alle unter. Ich wollte eigentlich noch den Kill machen und gucken, dass ich da wieder rauskomme. Mein Busch rein. Hat nicht so funktioniert. Aber es ist ja eine ziemlich coole Runde. Also wir verlieren jetzt hier den Turm sehr wahrscheinlich. Also sehr wahrscheinlich, wir werden ihn verlieren. Schauen wir mal kurz, was die Gegner hier noch so zu bieten haben. Er spielt eher ein bisschen tanky. AP. Ziemlich viel AP. Ich bin auch fast schon hier überlegen, dass ich mir hier meinen kleinen Mantel kaufe. Probieren wir es aus. Wird schon funktionieren. Oh, gerade eine schöne Doppeltötung gemacht. Krabbeln wir mal zu unseren Leuten, damit wir hier durch die Fähigkeiten vielleicht unseren Ulti schnell, unseren E schnell wieder aufgeladen kriegen. Ist natürlich auf der Solo-Line auch ziemlich cool mit der W-Klinge, dass man die einfach skillt und immer wieder spielt und spielt und spielt. Weil man dann natürlich auch eine Ability used und bei 7 Abilities darf man dann E wieder spielen und ja, kann dann einfach mal wieder ein bisschen. Sehr gut gemacht. Sie wollte sich eigentlich umbringen, das ist in Aram übrigens verboten, aber sie wurde noch gehittet von Kogma, deswegen war es einfach nur schlecht. Okay, jetzt hier schnell weg. Es wird nichts mit schnell weg. Oh, schöner Stun, aber... Das wird mir gelassen. Das ist schon fast freundlich. Und den haben wir bekommen. Und jetzt muss er hier oben. Nocturne muss ein bisschen aufpassen. Aber ich muss aufpassen. Ich darf hier nicht zu risky spielen gegen Nocturne. Weil er macht schon ganz guten Schaden. Na, bleiben wir einfach mal stehen. Auch haben wir ja relativ viel Life, also ein, zwei Attacken werden wir schon mal überleben. Ein schöner Hit gegen Nocturne. Wop, ordentlich Prefrag eingesammelt. Gehen wir jetzt ganz hinten das Ziel mal holen, na, komm, springen wir auch mal dafür. Natürlich jetzt leider keine Pots mehr. Oder gibt es den nächsten Kill? Und noch ein Kill. Und ja, mit seinem Shield, da wird er doch wohl noch. Da wird er doch wohl noch rauskommen. Zumindest wieder ein Kill hier gegen Kogma. Und Taric ist ja schon ziemlich tanky. Naja, aber er hat halt nicht so viel Magic Resistance. Und deswegen werde ich und Master Yi da ganz guten Schaden machen. Morgana natürlich auch. Ja, Morgana hat hier auch schon die kleine Uhr, das heißt, sie
hatte ja auch vor, ein bisschen länger zu spielen. Oh, und der nächste Kill. Einfach wieder eingesammelt. Ja, jetzt kriegen wir auf jeden Fall den Tower hier wieder. Aber... ein bisschen aufpassen. Auf jeden Fall gab es den nächsten Kill. Jetzt da hinten. Schön. Nice, Tarik. Hat er gut gemacht. Hat ihn gestunt. Hat das Heal gesaved. Hat immer ganz guten Schaden gemacht. Ich will eigentlich fast nach hinten gehen, sonst werde ich eh wieder gleich sterben. Jetzt rastet er aus. Jetzt gehen wir wohl hier erstmal weg ein bisschen. Wasten wir erstmal keinen Mana. Lassen wir es ihm. Er braucht das. Er kann nicht so viel springen und schöne Sachen machen wie ich. Obwohl die Gegner halt ziemlich viel CC haben und das ihn natürlich ein bisschen schwächelt, dann Kassadin, aber also glaubt schon. Hauptsache kein Mana wasten für unnötige Sachen. Haben auch schon wieder 2000 Gold, 17-17 momentan, ich setze Meister, 6-2-6, eigentlich ganz ordentlich. Setzen wir ihn hier und... irgendwie mag das Spiel mich gerade nicht. Naja, auf jeden Fall, die Gegner haben noch den Kill gegen Vayne bekommen. Schade. Der spielt hier mit Schild. Also Schild sollte jetzt langsam... zu früh gesprungen. Ich habe ungefähr ein bisschen mitgezählt. Aber hat nicht funktioniert. Wollte, dass das Schild endet. Aber er hat den Kill jetzt gemacht. Nun gut. Eine Millisekunde später wäre es der Kill geworden. Wir machen guten Schaden hier. Muss uns selbst auch einen Tower-Hit bekommen. Dann werden wir auch nicht mehr escapen können. Nee, schade. Aber wir haben noch ein bisschen Schaden rausgebürstet. Und Annie bleibt in der Sitze stehen. Geht natürlich drauf. Na gut. Nächsten Kill. Schade, hat nicht gereicht. Hätte aber reichen können. Also, ich hätte es vielleicht auch probiert. Packen wir davon mal ein bisschen ein. Das brauchen wir langsam ein bisschen Mana-Rack. Die haben ja noch ein bisschen Magic Resistance. Komm schon. Und natürlich jetzt ziemlich viel Mana. Live-Rack halt mir nicht viel von, passt schon. Schlecht. Gucken wir mal, was hier im Busch ist. Nur ein Kog'Maw Ultimate. Morgana ziemlich low. Was? Er hat beide Attacken geblockt? Nein! Ich dachte, bei der ersten löst das sofort auf. Okay, wollte ich ihn flachsen und bin wegen meiner Noobigkeit, Tarik, oben im Busch drinne. Guten Schaden gemacht hier. Zünden wir mal hier alles durch, was wir haben.
Nein! Aber da haben wir noch bekommen. Oh, und... Wird doch nicht hier wohl. Wir sind zu langsam, wir sind zu langsam. Ja, wir sind zu langsam. Ich wollte eigentlich da nicht noch von gehittet werden, das war nicht so gut, aber auch dann hätten wir endlich escaped. Bam! Okay, Magic Resistance, sind wir jetzt ganz gut dabei. Verkaufen wir so einen blöden Ring hier, brauchen wir nicht mehr. Nächste Stufe Ultimate. 10, 4, 11. Noch so einen Ring wegschmeißen. Es tut mir schon ein bisschen weh in der Seele. Warten wir einfach ab. Die 50 Gold haben wir noch Zeit. Kommt schon. Die Jungs, haltet durch hier. Ich komme ja gleich. Ich bin ja unterwegs. Ich komme. Ich komme. Guck mal. Was ist los hier? Das ist ja gut geschafft. Oh, da hat man hier mein Ding auf. Ich brauch das mal langsam. Ob das so schlau war, ich bin im Nachhinein gar nicht so sicher. Nein. Nein, das war nicht so gut. Gut, dass dann. Konnte zwar viel treffen, aber. Au. Morgana geht hier auch dauernd gegen Janna. Oh, das war eigentlich Feeding. Hab mir gedacht, vier Mann auf einer Stelle, komm, haust mal rein, guck mal, was passiert. Wow, okay, die Gegner haben mittlerweile aber auch sehr, sehr krassen Damage. Ich spiele hier ja komplett gar nicht tanky, also nur Offense-Items. Beziehungsweise ich spiele hier mehr auf Magie-Resistance, als wie auf was anderes. Aber ich will die Runde trotzdem noch gewinnen und ich sehe das auch, dass wir das eigentlich gewinnen können. Außer hat mir nicht einen AFK da noch. Machen wir hier Silence, damit er mal die Klappe hält. Also ganz guten Hit gemacht gegen die Leute. Oh, ich hätte noch shielden können sollen. Schade. Das war nicht gut. Das war noch schlechter als eben die Aktion, aber wir kriegen Taric jetzt hier. Probiert da irgendwie reinzugehen. Ich dachte, mein Team ist auch noch irgendwie da. Ah, schöner Kill gegen Kog'Maw. Mit denen wird er auch noch. Echt Rolle. Oh, Flash. Und ein Kill. Wir sollten vielleicht den Inhibitor kaputt machen. Geben wir mal ein bisschen auf Abwehr. Ich möchte Leben haben. Ein bisschen Leben. Ja, das ist natürlich zu teuer. Was holen wir uns denn Schönes? Ich bin sogar so verzweifelt. Ich würde ja hier sogar mit Legions spielen. Gibt noch ein bisschen Tankiness und auch fürs ganze Team. Also ganz ordentlich. Also krabbeln wir mal schnell nach vorne. Laufen wir hier so ein bisschen anders, dass wir nicht die Heal-Dinger versehentlich einsammeln. Oh, jetzt geht's los hier. Es hat begonnen. Wir sehen auch wieder was. Aber wir haben hier nicht genug Damage scheinbar. Sollten jetzt auch nicht mehr fighten wollen. Weggeschildert, der Drecksack. Probieren noch ein bisschen zu slowen, dass hier nichts passiert. Ja, mussten All-In machen. Leider nicht noch ein E ready, aber konnten noch ganz guten Schaden machen. Sind leider nicht ganz escaped. Aber schöner Ultimate. Aber Taric heilt natürlich auch sehr, sehr, sehr viele gegen.
Er wird einfach sterben. Ah, komm, Derek. Stirb. Stirb endlich. Stirb. Und ist er down gegangen. Und der große Teddy, komm. Mach den Teddy kaputt. Sehr gut. Ein bisschen Magie-Resistance holen, aber verzichten wir erstmal drauf. Das Geld reicht leider auch nicht. Auch wenn wir Dorans Ring verkaufen würden. Oh, schnell nach vorne. Oh, er wird hier sterben. Durch Pokémon wäre auch schon gestorben. Gehen wir in den Busch rein, schleichen uns ein bisschen ran. Und Annie haben wir bekommen. Komm, kämpfen wir ein bisschen hier gegen. Oh, direkt Ulti gewastet, um uns hier loszuwerden. Ah, auf jeden Fall holen wir uns unten mal das hier. Will ja keiner haben. Sind ja alle tot momentan. Könnten uns eigentlich das andere hier auch noch holen, aber. Probieren erstmal wieder ein bisschen nach vorne zu spielen. 38, 41, wir sind ein bisschen im Nachteil. Oh, was? Ja, schlecht. Schlecht, schlecht. Horrible schlecht. Schöner Schuss, ist aus dem Stun rausgekommen. Und er macht den Kill hier. Er macht den Kill nicht. Er macht den Kill doch. Okay, aber das... Ja, gegen 3 ist natürlich nicht so gut. Können aber beide escapen, wie mir scheint. Nur ein bisschen Glück haben jetzt hier. Ah, ist zu schnell unser Yi, Gott sei Dank. Okay, wir haben das Schild jetzt endlich. Und jetzt kommen die Leute hier so, das heißt ein bisschen Waffen. Aber wir haben schon mal so Gutes fürs Team. Ob das geplant war von ihm, die Minions anzugreifen, dass vielleicht der Blitz überschlägt auf den Hero, hätte sein können. Man weiß es nicht genau. Oh, jetzt haben wir den Taum schon verloren. Mal gucken, was hier die Squishy... Oh, schon wieder einen Inhibitor verloren. Oh, da ist ein Free Frag. Jetzt noch Shielden durchhalten, überleben. Jetzt ist er erst gefallen. Oh, hat lang gedauert. Ich dachte, dass die Sütche von Morgana und mein Schaden dann locker reicht, um den schon mal rauszufokussen und dadurch einen guten Teamfight zu haben. Auf jeden Fall. Ah, sollte Vayne vielleicht. Ah, Janna lebt noch. Okay. Wollte wohl nicht reichen. Aber wir haben immer noch den gegnerischen Inhibitor down. Also muss ich gucken, was ich jetzt hier bilde. Ah, da ist es schon mal ganz nett fürs Team. Der gegnerische Inhibitor wird bald wieder aufgebaut. Und sie will hier Warmox kaufen, okay. Ah, ich will ja immer noch hier, ne? Hier in die Richtung gehen. Ich könnte natürlich hier meinen Ring verkaufen und dann hiermit starten. Hätte schon mal ein bisschen mehr Damage. Ah, aber der Ring, der bringt momentan noch ein bisschen Mana, ein bisschen Leben, so. Ist doch nicht viel. Lassen wir den Ring erstmal drinnen, das brauchen wir erstmal nicht. Wir verkaufen den Ring dann, wenn wir uns Leben holen können. Auf jeden Fall gab es hier den Kill für Master Yi. Und der Teamfight sieht gut aus, wenn ich jetzt hier reinkomme, schnell genug. Oh, 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 oh. Ich wollte ihn eigentlich noch kriegen, hat nicht gereicht. Aber sie macht jetzt den Kill. Schade, dass Kogmar dann doch so viel Schaden rausgeburstet hat. Wir müssten jetzt aber hier unser Ding zusammenkriegen. Oh, Morgana, das war ein schlechter Stand. Ich meine, Kogmar ist noch nicht der flinkeste. Auf jeden Fall werden wir jetzt ein bisschen tanky. Ah, da drauf, dann da drauf, da drauf, da drauf, so. Und los geht's. Knapp 3000 Leben.
Und meine Stats dezimieren sich hier erheblich. Ich komme. Ich schau mal kurz. Ah, okay. Hey, und Morgana hat hier die Dreifachtötung gemacht. Pushen wir jetzt mal schnell, dass wir noch ein paar Tower down kriegen. Und das sollte es gewesen sein. Ja, und Ben schreibt hier GG. Easy fand ich nicht, aber es war auf jeden Fall eine schöne Runde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer MyGamesClub.